Der zweite Tag der Berliner Meisterschaft im Dreiband-Karambol. Dafür fanden sich am Sonntag in der Billardakademie Berlins beste Spieler ein, um ja nicht wirklich eine ruhige Kugel zu schieben. Im Karambol kommt es zwar auf Ruhe und Konzentration an, doch das, was hier den Zuschauern geboten wurde, war Billardsport auf enorm hohem Niveau. Direkt im Achtelfinale des im K.O.-System gespielten Turniers kam es zu den ersten spannenden Partien des Tages. Selahattin Tiniergit führt in der ersten Spielhälfte recht eindeutig gegen seinen Kontrahenten Ali Cevic. Dieser schließt zwar wieder auf, muss sich am Ende einer sehr knappen Partie jedoch geschlagen geben. Am Turniertisch 2 kommt es zum ersten Vereinsduell des Tages, Martin Witt und Martin Ulbig, beide Mannschaftskameraden von der Billardakademie Berlin, liefern sich eine recht ausgeglichene Partie, bis sich Ulbig absetzt und das Spiel für sich entscheiden kann. Sein nächster Gegner ist für ihn auch kein unbekannter Teampartner, Lukas Stamm, seines Zeichens Mitglied des deutschen Leistungskaders. Er hat sich in der Vorrunde bereits fürs Viertelfinale qualifiziert. Ich wurde gestern Gruppenerster mit 2 schlechten Siegen. Fühle mich einfach das ganze Jahr schon nicht so gut. Werde jetzt natürlich alles geben, um ins Halbfinale einzuziehen und, so Gott will, meinen Titel aus dem letzten Jahr zu verteidigen. Doch dazu sollte es nicht kommen. Von Beginn an kommt Favorit Stamm nicht so richtig ins Spiel und muss sich dem konstant starken Ulbig geschlagen geben. Auch an Tisch 2 muss ein weiterer Favorit dran glauben. Carsten Witte vom BC International setzt sich mit einem 22:18 gegen Vereinspartner und Turnierfavoriten Cengiz Karaca durch. Also es war natürlich von Anfang an eine ziemlich schwere Partie, den Turnierfavoriten jetzt auch gegen den zu spielen. Er ist mit 2 Punkten in die Vorsprung in die Pause gegangen. Und nach der Pause habe ich taktisch sehr stark gespielt, habe ihm im Prinzip nichts mehr stehen lassen. Und Gott sei Dank habe ich die dann gewonnen, die Partie. Zum Schluss war ich dann auch sehr nervös. Bei Hakan Çelik war keine Nervosität zu erkennen. Er startet in den ersten Aufsätzen mit einem Generaldurchschnitt über 2. Obwohl er diesen nicht bis zum Ende des Matches halten kann, kommt Gegner Selahattin Tiniergit nicht ran und muss sich geschlagen geben. Ein ähnliches Problem hat Sing Yin Kohn, der nach einem Kopf-an-Kopf-Duell mit Norbert Röstl unterliegt. Sein Spielplan für das Halbfinale ist klar. Am besten genauso weiter Billard spielen wie bisher. Konzentriert bleiben, im Fokus bleiben, nicht darüber nachzudenken, ob man jetzt gewinnt oder verliert, sondern möglichst den Spaß am Spiel zu behalten. Und der Hakan Çelik, das weiß ich genau, mein Gegner, ist immer verdammt gefährlich. Und ich muss weiter so spielen wie bisher. Und das gelingt ihm ganz gut. Mehrere Serien in Folge verschaffen ihm schon in den ersten Minuten einen angenehmen Vorsprung gegen Hakan Çelik. Am Tisch nebenan ist es Carsten Witte, der die Partie bis kurz vor Ende in der Hand hat. Doch mit den letzten Stößen kann Ulbig aufholen und die Partie mit 40:37 für sich entscheiden. So steht das Finale fest. Ulbig gegen Röstl. Einen Favoriten kann hier vorab niemand bestimmen. Röstl reißt das Spiel mit mehreren kleinen Serien zunächst an sich und kann sich langsam aber stetig absetzen. Mit einer 8er Serie und damit der höchsten des Turniers verdreifacht Röstl seine Punkte gegenüber Ulbig. 21:7 zur Pause, eine Führung, die Röstl bis zum Endstand von 40:21 nicht wieder abgibt. Ja, super, super. Glücklich, erleichtert, hab's zu Ende gebracht und war doch ein langes Turnier. Man ist irgendwann auch geschafft, aber letztlich habe ich das Finale souverän gewonnen. Wir gratulieren Norbert Röstl, dem 2018er Berliner Meister im Dreiband Karambol, und wünschen ihm viel Erfolg bei den Deutschen Meisterschaften im November.